take a trip to my... Hi Freunde und herzlich willkommen hier bei Archie Gaming, Flo wieder am Start. Heute gibt es keine weitere Squad Building Challenge, es geht heute wieder um die Foot Tauschdeals 6 und es gibt zwei neue Tokenspieler und da möchte ich euch natürlich heute wieder informieren. Insofern ein kleines feines Infovideo ist wieder am Start und ich habe es euch ja versprochen, wie die letzten Monate auch zuvor. Ich möchte euch über jeden Tokenspieler, der weiter rauskommt, auf dem Laufenden halten. Insgesamt gibt es ja 14 Stück und heute steht Tokenspieler Nummer 7 und Nummer 8 an, also zwei neue Tokenspieler und ihr seht es wahrscheinlich schon im Titel, die kann man sich freischalten und zwar über die Wochenaufgaben. Ja, nachher werde ich euch dann noch eine Übersicht geben, welche Tokenspieler es bis jetzt gibt und welche man sich noch holen kann und insofern starten wir direkt rein ins Video. Wir sind hier im SBC-Segment bei den jeweiligen Belohnungen und da könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, auf welche Belohnung ihr in diesem Monat, im Monat März gehen werdet. Und bevor das Video so richtig losgeht, zerstört natürlich gerne wieder den Like-Button. 200 Likes gebe ich hier als Ziel raus, wäre nice, wenn wir das so schnell wie möglich natürlich schaffen könnten. Und lasst auch gerne ein Abo da, wenn ihr generell an SBCs oder halt wie gesagt an den Foot-Tauschdeals interessiert seid. Hier verpasst ihr wirklich keinen weiteren Tokenspieler, das kann ich euch versprechen, denn ich haue hier mal kleine Infovideos raus. Und da verpasst ihr auf jeden Fall keinen Tokenspieler, so dass ihr zum Beispiel, und das ist jetzt wirklich nur ein Beispiel, am Ende, wenn wir dann bei den Foot-Tauschdeals sind, auf Foden gehen. Dafür müssen wir, sehen wir hier, 14 Tokenspieler abgeben und ja, das zum Beispiel, wenn ihr das hinbekommen wollt, dann seid ihr genau richtig. Hier verpasst ihr wirklich keinen weiteren Tokenspieler. Also Phil Foden, 14 Tokenspieler muss man für ihn einsetzen. Dann haben wir noch Diego Costa am Start für 12 Tokenspieler. Für 10 gibt es dann einen Leon Goretzka, Jumbo seltenes Spielerpack für 9, Hulk für 8, dann haben wir noch Suso für 6 und dann geht es weiter mit seltenes Megapack für 5, Kenny Lala in Form für 4. Und dann das Premium Elektrum Spielerpack für 2. Und dann haben wir das Silberspielerpack, was natürlich wiederholbar ist, wo man sich dann immer einen reinballern kann. Ihr seht, das Ganze läuft noch 22 Tage. Lasst mich, wie gesagt, gerne wissen in den Kommentaren, auf was ihr gehen werdet. Ich werde es wahrscheinlich wieder auf das Jumbo seltene Spielerpack gehen. Und je nachdem, wie viel ich dann halt noch bekomme, den Rest halt, je nachdem für einen Kenny Lala vielleicht. Naja, eigentlich Kenny Lala ist unnötig als 81er in Form. Aber wenn ich natürlich alle bekomme, ein seltenes Megapack. Ja, mal schauen, was ich da machen werde. Ich habe mich da noch nicht entschieden und das ist auch mein Tipp an euch. Entscheidet euch erstmal noch nicht. Schaut erstmal, wie viel ihr über den Monat verteilt eigentlich an Tokenspielern einsammeln könnt. Und dann geht ihr hier nochmal hin und schaut dann, okay, was hole ich mir? Hole ich mir einen Hulk, wo es ja momentan übrigens eine SPC gibt. Die gab es ja gestern, habe ich ein Video zu gemacht. Die 87er Karneval Hulk SPC könnt ihr natürlich auch gerne abchecken. Und ja, aber die große Frage ist natürlich, wie kann man sich die nächsten zwei Tokenspieler freischalten? Ja, und da muss man hier hingehen zu den Tagesaufgaben, dann nach rechts zu den Wochenaufgaben. Und da seht ihr es ja, Aktualisierung in 6 Tagen. Und da schauen wir vorab, weil die Frage auch immer wieder in den Kommentaren kommt. Es sind Wochenaufgaben, das heißt natürlich, ihr habt eine Woche Zeit. Von Freitag 19 Uhr, da sind sie gestern rausgekommen, bis nächste Woche Freitag 19 Uhr könnt ihr diese Wochenaufgaben erledigen. Insofern habt ihr von Freitag 19 Uhr bis Freitag 19 Uhr Zeit, und um diese Wochenaufgaben zu erledigen. Und da haben wir die Foot-Tauschdeals-Spieler. Foot-Tauschdeals-Spieler trifft in 3 separaten Rivals-Partien mit Argentiniern. Da bekommt ihr den ersten Tokenspieler, beziehungsweise den 7. insgesamt, aber den ersten für jetzt diese Woche, für die Wochenaufgaben. Und dann haben wir hier Foot-Tauschdeals 2. Das ist dann insgesamt der 8. Erziele diese Woche bei 6 separaten Online-Siegen 2 Tore. Also der ist auf jeden Fall recht simpel. Erziele diese Woche bei 6 separaten Online-Siegen 2 Tore. Dazu gehört dann Draft Online natürlich, aber auch halt Weekend League zum Beispiel, ja, oder Division Rivals. Und wie gesagt, da müsst ihr einfach Online-Siege einfahren mit mindestens 2 Toren. Das kriegt ihr auf jeden Fall hin. Und dann Tauschspielspieler trifft in 3 separaten Rivals-Partien mit Argentiniern. Da muss man natürlich gucken, dass man auch einen Argentinier am Start hat. Wenn ihr natürlich direkt im Starter-Squad auch Argentinier habt, dann wird es auf jeden Fall einfacher zu machen sein. Sonst müsst ihr natürlich einen Sub reinwechseln, Di Maria oder Messi, je nachdem, was ihr an Coins habt. Lasst mich das auf jeden Fall gerne wissen. Aber auch eine machbare Sache, keine schwierige Sache, finde ich. Und jeder sollte die auf jeden Fall einsammeln. 2 neue Tokenspieler also am Start. Und damit haben wir dann insgesamt, wie gesagt, 8. Und jetzt zum Ende hin möchte ich euch auch nochmal zeigen, wie das Ganze aussieht mit den anderen Tokenspielern. Denn da sehen wir jetzt, Donnelly gab es ja for free. Dann haben wir die SBC gemacht von Saavedra. Und dann haben wir Balzila, Posipal und dann Kurtovic. Die gab es in den Wochenaufgaben jeweils, letzte Woche. Und dann haben wir Rodriguez, den gab es bei Squad Battles. Beziehungsweise gibt es, glaube ich, immer noch. Wir gehen mal kurz zurück.
Da bin ich mir gerade unsicher. Einzelspieler, Squad Battles, da habe ich auch schon ein Infovideo für rausgehauen. Und jawohl, so sieht's aus. Hier Rodriguez als Belohnung bei Squad Battles. Könnt ihr also noch holen, bis ein Tag und 50 Stunden verbleiben, also bis Sonntag, beziehungsweise von der Nacht von Sonntag auf Montag. Aber checkt da gerne das andere Infovideo ab, da erkläre ich das im Detail, wie das Ganze aussieht mit Squad Battles, falls ihr da keine Ahnung habt. Ja, und Bukum ist einer von den beiden neuen Tokenspielern. Ich weiß nicht, ob es der 7. oder 8. ist. Auf jeden Fall für eine von den Wochenaufgaben bekommt ihr Bukum. Welcher der zweite Tokenspieler ist, habe ich keine Ahnung. Könnt ihr mir gerne schon mal in die Kommentare schreiben, falls ihr den schon freigeschaltet habt. Dann werde ich ihn hier hinzufügen in die Liste. Aber wie gesagt, das auf jeden Fall zwei neue Tokenspieler. Tokenspieler Nummer 7 und Nummer 8. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch hier informieren, dran erinnern, dass ihr die auf jeden Fall nicht vergesst. Wenn ja, zerstört den Like-Button, wenn euch solche Infovideos gefallen. Und ja, ich würde sagen, das war's mit dem kleinen feinen Infovideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Zerstört gerne den Like-Button, lasst ein Abo da, ist for free, kostenlos. Road to 20k hat begonnen. Und wäre nice, wenn wir natürlich die 20.000 Abonnenten diesen Monat noch voll machen könnten. Insofern bis heute Abend. Da sehen wir uns hoffentlich bei der nächsten Puzzle-SBC zu der neuen Promo Karneval. Ja, und in dem Sinne, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute.